Hallo bei Android Pit. Ich stehe hier in San Francisco auf der Samsung Developer Conference 2017 und das hier neben mir ist die 360 Round, eine 360-Grad-Kamera. Wie ihr im Namen schon feststellen könnt, das Gear fehlt und damit ist das auch kein Produkt aus der Consumer-Sparte, sondern richtet sich eher an professionelle Medienschaffende und naja, der Preis wird sicherlich auch gut vierstellig ausfallen. Und das ist anhand der ganzen Technik, die hier drin steckt, auch mehr als verständlich. Es gibt insgesamt 17 Objektive. Die Kamera rechnet das Bild aus den einzelnen 2-Megapixel-Modulen dann hinterher zu einem 360-Grad-Bild mit 4096 x 2048 Pixeln zusammen. Das lässt sich entweder lokal auf SD-Karte oder SSD speichern oder auch ins Internet streamen. Ansonsten, das Gehäuse ist relativ schwer, wiegt fast 2 Kilo. Die Kamera ist dafür aber nach IP65 zertifiziert. Man kann sie also auch mal im Regen draußen stehen lassen. Ich hatte auch die Gelegenheit, mir ein bisschen Videomaterial aus der 360 Round anzugucken. Ich muss sagen, es sieht definitiv meilenweit besser aus als alles, was man aus den Consumer-Geräten wie der Gear 360 und so weiter rausbekommt. Aber ist ja auch klar, es gibt statt 2 Linsen eben 17 Stück. Und da wäre alles andere natürlich auch eine Enttäuschung. An die ganz absoluten High-End-Produktionen kommt das Material aus dieser Kamera noch nicht ran. Viel mehr Daten gibt es jetzt auf die Schnelle hier noch nicht. Ich freue mich aber auf das oder hoffe darauf, dass wir irgendwann mal die Gelegenheit bekommen, das ein oder andere Projekt mit der 360 Round zu realisieren und sage vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Ciao.